Das erste PvE-Event von FLiFE Universe für den FEC-Server wurde endlich angekündigt. Außerdem neues Speed-CS-Set, zwei neue Events und Game-Version 1.2.8 Patch-Notes. Das alles in diesem Video. Ich würde tatsächlich sagen, wir fangen mit den Patch-Notes an, weil sie eigentlich, finde ich persönlich, das Beste an dem Ganzen sind. Auch wenn sie ziemlich kurz sind, aber es sind einige oder beziehungsweise coole Mini-Features dabei, die einfach sehr hilfreich sind. Einmal für Guild War Player ist bestimmt auch nicht schlecht, also vorausgesetzt, die Maps gefallen einem, aber einfach nur visuell, dass man nach 20 Jahren endlich mal was anderes sieht. Das wurde ja schon oft kritisiert, dass die alte Guild War Arena erstens zu klein ist und zweitens einfach langweilig ist, weil man sie ja schon so ewig lang kennt. Und jetzt gibt's für Guild Siege Themenmaps, also 5 verschiedene, neue, zusätzlich zur Standardmaps, I guess, für mehr Abwechslung quasi. Und nach jedem Guild Siege ändert sich die Map. Das heißt, spätestens nach dem 5. hast du dann alle einmal gespielt. Also alle 9. Außerdem wurde eine Postbox ins Darkon 3 Village of Khan hinzugefügt. Also Darkon 3, wenn man Darkon 3 Blinkwing einsetzt, bist du in der Mitte von Darkon 3 und da gab es nie einen Postkasten, was ziemlich nervig war. Und da ist jetzt einer. Also man kann jetzt von dort aus Nachrichten verschicken und muss nicht jedes Mal extra nochmal in eine richtige Stadt. Außerdem wurden die normalen Monster-Spawns in der Dekans-Mine erhöht. Auch das ist eigentlich eine coole Nachricht, weil die Dekans-Mine bisher immer so, einerseits wegen den Hitboxen, wegen den kleinen, andererseits, wenn man das Tor öffnen muss, um reinzukommen, was mit der Quest leider zusammenhängt, also dass man überhaupt erst in den hinteren Teil der Mine kommt, wo man gut leveln kann, also bei den Roaches zum Beispiel, da kommt man ja tatsächlich nur hin, wenn man halt mindestens einen gewissen Fortschritt in der Quest freigeschaltet hat. Das war ziemlich nervig und dann halt, wie gesagt, Hitbox und schlechte Spawns haben es für viele Leute dann doch eher unattraktiv gemacht, dort zu leveln. Und das wurde jetzt aber erhöht. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, wie viel sie erhöht wurden, aber grundsätzlich auf jeden Fall schon mal positiv. Dann geht's direkt weiter mit coolen Änderungen. Increase the Int Time Scaling of Spirit Fortune and Protect bei 25%. Das heißt, die haben jetzt eine deutlich längere Laufzeit und laufen nicht immer Minuten ab, bevor alle anderen Buffs überhaupt mal ablaufen. Und ja, diese Änderung wird auf jeden Fall super nice sein beim Rebuffen, einfach beim Leveln. Man hat einfach nicht mehr dieses Problem, dass SF und Protect, früher ablaufen und man sich dann trotzdem 2-3 Minuten später nochmal komplett rebuffen muss. Also ich habe es meistens einfach so gemacht, wenn SF und Protect weg sind, dann rebuffe ich mich einfach komplett, weil meine anderen Buffs dann auch sowieso nur noch 2 Minuten halten. Also kann ich mich auch einfach sowieso nochmal komplett rebuffen. Und das war einfach ziemlich nervig. Das Revenio-Set hatte statt 15 Cast 10 Cast 10 Healing. Beim PvE-Night-Set, also 120er Bloody-Set, war wohl nur 1% Skill-Damage drauf statt 10%. Außerdem wurden 5% Skill-Damage und 10% Parry auf das 120er Blade-Set draufgeschraubt. Cooldown von Berserk wurde verringert. Der läuft jetzt genauso lang, beziehungsweise der Cooldown läuft jetzt genauso lang wie der Skill. Das heißt, wenn der Skill abläuft, kannst du ihn direkt wiederverwenden. Und letzte Woche oder letztes Mal haben sie ja quasi noch halbiert die Animationszeit von Berserk. Alles, was sie meiner Meinung nach jetzt noch tun müssen, ist Berserk Duration auf, keine Ahnung, 5 Minuten oder so machen. Dann passt's. remove the cooldown from the Ringmaster Skill Gebura Tiefred. Auch das eine riesige Änderung. Super nervig beim Leveln, wenn man vor allem Hit and Run, aber auch generell ist für jeden ein Problem gewesen, nicht nur für Hit and Run. Wenn du dir halt einfach immer wieder GT buffst und du halt zum Beispiel das zweite Fenster, wo du den GT-Buff castest, einfach nicht auf dem Schirm hast. Also du wechselst halt rüber, wie auch immer man das macht, ist ja vollkommen egal. Drückst GT und mir persönlich geht es einfach so, ja gut, das liegt jetzt schon ein bisschen an Hit and Run, aber ich denke mal, jedem geht es so ein bisschen, man macht es einfach nach Gefühl. Man sieht einfach, okay, GT läuft nur noch 20 Sekunden, also switche ich das Fenster, Buff GT und bla. Und manchmal hat man aber halt einfach ein falsches Time-Gefühl oder hat einfach das Gefühl, man hat schon länger nicht mehr GT gemacht, dabei hat man es gerade erst gemacht. Dann drückt man GT, ist noch auf Cooldown ein paar Sekunden, dann bleibt der Charakter stehen und stirbt beim nächsten Agro, der direkt neben ihm spawnt. Super nervig, super unnötig, weil du hattest ja sowieso trotzdem den, also du kannst permanent GT buffen, also macht der Cooldown einfach keinen Sinn. Ja, also du kannst permanent GT haben, besser gesagt, ja. Permanent buffen konntest du es nicht, aber du konntest es trotzdem permanent haben. Also hat der Cooldown einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, muss man wirklich sagen. Dann haben wir Changed MP Reduction to Speed on the Psy FWC Golden Set Variant of the Set as well. Original Balance Change was done before FWC Golden Sets were finalized. Genau, also einfach das goldene Set wurde quasi ans Pine Set angeglichen.
5% Skill Damage wurde hinzugefügt und 15% Crit Chance wurde auf 10% Chance verringert vom 120er Obsidian Set. Players were complaining the set only assisted one type of playstyle for Knight, now it facilitates all playstyles for PvP. Dann haben wir noch ein paar Bugfixes. Fixed an issue where quest items were not dropping in the Story Mode Dungeons. Fixed missing monsters in the Guardian Sanctuary Nightmare Dungeon. Da bin ich mir nicht sicher. Also es ist mir jetzt nicht direkt aufgefallen, aber gefühlt hatten wir jedes Mal eine andere Anzahl an Monstern getötet. Also es war schon irgendwie komisch. Der Dungeon ist schon sehr leer. Du musst fast jedes Monster im Dungeon töten, damit der Boss spawnt. Gut, ist jetzt nicht so ultra ungewöhnlich, aber das Gefühl hatte ich vorher irgendwie nie. Also gefühlt hattest du schon immer so 30, 40 Monster übrig und jetzt neuerdings waren es gefühlt echt nur noch so 20 oder so. Und wenn du, also du hattest fast das Gefühl, die Monster, es sind nicht genug Monster da. Also weiß nicht, ob ich mir das nur eingebildet habe, aber mal schauen, ob es jetzt besser ist. Fixed a display issue related to the post-processing option. Fixed a bug where a player could get teleported to another instance after using a nearest town blinkwing in an instanced dungeon. Das ist crazy. Fixed costumes missing in the fitting room. Fixed a texture issue with the corrupted Jack's hammer weapon. Fixed the issue where some players could not exchange their helmet to the FWC golden helmet on the FWC server. Was sich crazy anhört. Stell euch mal vor, ihr habt drei Teile eingetauscht und nur euer Helm geht nicht eintauschen und habt ihr im Endeffekt keinen Set-Effekt mehr oder keinen vollen mehr. Das ist crazy. Aber ja, das waren die Patch-Notes. Also ziemlich viele schnelle Änderungen. Sehr schnell reagiert auf die letzten Patch-Notes, kann man sagen. Und einige coole Sachen. Also Cooldown von GT, würde ich sagen, ist das Highlight. Plus das hier, weil das wirklich eigentlich jeden betrifft und für jeden das Spiel besser macht. Und ja, viele andere Sachen auf jeden Fall auch. Sehr nice. Dann haben wir das neue Speedset. Es heißt AI Frog. Also ein AI erstellter Frog. I don't know, ich kenne das nicht. Ich habe es gerade gegoogelt, da kam eigentlich nur Schwachsinn raus. Deswegen glaube ich nicht, dass das wirklich ein Thing ist. Es heißt einfach AI Frog. Und ja, ist halt wieder dieses Tiermäßige. Bin ich grundsätzlich kein so riesiger Fan von, wobei man in dem Fall sagen muss, gut, das ist jetzt auch nicht komplett übertrieben. Du hast halt im Endeffekt eine Froschkapuze und diese beiden Frösche an deinen Ärmeln und das war's aber dann eigentlich schon. Also es ist noch im Rahmen, es ist anders als dieses Rabbit-Kostüm, wo du wirklich komplett einen Ganzkörperanzug in Form eines Rabbits hast. Also hier zum Beispiel hast du noch ganz normale Schuhe und so. Ja, ist okay, würde ich sagen. Die Farben gefallen mir persönlich sehr gut. Also dieses Orange und Türkis in der Mitte persönlich finde ich ganz nice. Das ist einfach sehr, ja, colorful. Und ja, sieht nicht schlecht aus. Und dann kommen wir auch schon zum FWC PvE Contest, unserem ersten Wettbewerb auf dem FEC-Server. Das Kolosseum. Wir haben uns ja schon angeguckt, dass das ein bisschen geleakt wurde. Und durch diese Nachricht einfach, der Snow Winning Guild of the PvE, auf die Colosseum PvE Contest hier, das habe ich persönlich predicted, wird ein permanentes Feature, könnte trotzdem passieren theoretisch, aber es ist wohl wirklich für den FEC Server. Genau, es ist ein bisschen ausführlich, ich will es ein bisschen abkürzen, weil es jetzt eigentlich nicht so ultra informativ ist, sag ich mal, beziehungsweise es ist jetzt nicht so ultra kompliziert, man muss jetzt nicht wirklich viel wissen. Das Ganze startet jetzt nach der Maintenance, also heute quasi. Es endet am 16. August, 23:59 Server-Time, also sehr viel Zeit dafür. Und die Regeln sind einfach, man muss einfach nur Bossmonster in einer sehr kurzen Zeit besiegen. Das Ganze funktioniert mit Gilden-Membern und startet beim FWC Ava Manager. Und man kann darüber eben dieses Dungeon-Menü betreten. Die Gilde muss mindestens Level 5 sein. Der Charakter muss mindestens Level 61 sein und maximal 4 Leute von der Gilde können den Dungeon betreten. Und man muss insgesamt 5 Bosse back-to-back, also quasi innerhalb von einem Kampf mehr oder weniger sozusagen besiegen, innerhalb von einer Stunde. Und wie gesagt, der Schnellste gewinnt dann sozusagen. 60 Minuten starten, wenn der erste Boss spawnt. Wenn man die 60 Minuten knackt, also man quasi zu lange braucht, dann wird man automatisch rausgeschmissen. Und bevor der Kampf losgeht, also bevor die 60 Minuten starten, der erste Boss spawnt, hat man noch eine ganz kurze Preparation Time. Man kann nur mit 4 Gildenmembern teilnehmen und man kann aber auch theoretisch mit weniger Gildenmembern teilnehmen, wird aber nicht empfohlen, weil die Gegner werden dadurch nicht schwächer. Genau.
Dann fastest Cleartime ist quasi relevant. Also die mit der schnellsten Cleartime sind ganz oben und die mit der langsamsten sind ganz unten. Sollten zwei Teams quasi die gleiche Zeit haben, dann wird das Team, das die Zeit zuerst erreicht hat, quasi höher gerankt im Ranking. Und hier ist noch ein Hinweis: Please note that only the highest rank placement will be considered for each player in team. If players have multiple rankings, the others will be ignored. A guild may have several rank placements, but all participating players must be different in order to qualify for a prize. With this considered, the rank required to receive a prize may differ from the in-game ranking display, as it may include multiple entries from the same players. Also das ist eigentlich so das Wichtigste, was man hier beachten muss. Im Endeffekt heißt das einfach nur, ein Spieler kann theoretisch so oft gelistet werden, wie er will. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man die Gilde dann verlässt. Das ist jetzt wieder so ein super Sonderfall, mit der man das Ranking erzielt hat. Also ich denke mal, dass es egal ist, wird er trotzdem gespeichert, I guess. Aber ja, das müsste man dann vielleicht tatsächlich noch in Erfahrung bringen. Aber gut, man könnte auch einfach seine Gilde nicht verlassen, I guess. Das wäre wahrscheinlich das Beste. Aber ist ja egal, auf jeden Fall, man kann mehrfach gerankt werden. Aber nur der höchste Rang wird quasi ausgezahlt. Als Gilde kann man mehrere Rankings haben. Aber nur wenn alle, also beziehungsweise hat man so oder so, aber die zählen nur für die Belohnungen am Ende, wenn alle Player unterschiedlich sind. Wenn ein Player quasi in jedem Team einmal ist und sonst die anderen drei Spieler sind random, dann ist das trotzdem quasi dann hier der Ausschluss quasi und man kann dann keinen Preis gewinnen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der beste Spieler des ganzen Servers in Team 1, Rang 1, Team 2, Rang 2, Team 3, Rang 3, Team 4, Rang 4 ist, dann kriegt nur Team 1 eine Belohnung und die anderen drei Teams, wo neun Leute drin sind, die nicht doppelt teilgenommen haben, kriegen alle gar nichts, weil der eine doppelt dabei ist, sozusagen. Sollte man auf jeden Fall bedenken. Das heißt, nur weil jemand krass ist und schon ein gutes Ranking hat, sollte man sich nicht denken, oh, den brauchen wir auch in unserem Team. Genau das nämlich nicht. Genau den braucht man dann nicht in seinem Team, weil wenn er schon höheren Rang hat, dann, ja, könnt ihr nichts mehr gewinnen mit dem quasi. With this considered, the rank required to receive a prize may differ. Achso, das haben wir schon gelesen, genau. Ja, also wie gesagt, sollte man auf jeden Fall beachten, hier diesen Absatz. Wenn man den Dungeon failed, wird man nicht registriert im Ranking. Also es wird nur eingetragen, wenn man es auch tatsächlich schafft. Es wird jeden Tag um 0 Uhr Serverzeit resettet. Also man hat wohl Entry Attempts. Alle Buffs werden resettet, wenn man den Dungeon betritt. Und wenn man stirbt, ist der Revive Point, Lodestar und Loadlight der Entry Point von dem Dungeon. Und es gibt kein limitiertes Wiederbeleben. Das heißt nicht so, du hast 10 Leben, danach kannst du nicht mehr wiederbelebt werden. Das gibt es nicht. Also man kann so oft sterben, wie man will quasi. Und man verliert trotzdem aber XP, wenn man keine Scroll of Resurrection oder Scroll of Blessing, I guess, benutzt. Und ja, also man stirbt, also wenn man dort stirbt, stirbt man wie halt in der Open World ganz normal. Und die Sieger des Kolosseums werden 5 Arbeitstage nach Ende des Events, also 16. August plus 5 quasi, dann bekannt gegeben. Und hier unten haben wir noch mal die Preise. Ich persönlich muss sagen, sehr underwhelming, jetzt wo man das wirklich nochmal sieht und auch wie viele Leute auf FEC spielen und wie krass die Konkurrenz ist und so, muss man wirklich sagen, sind die Belohnungen schon ein bisschen schäbig, muss man sagen. Der erste Platz, ja gut, es ist nicht schlecht, ja. Jedes Teammitglied, also 4 Leute, by the way, kriegen hier ein MacBook Air, bla bla bla, oder ein iPhone 14, bla bla bla. Und ein Celebration Amount permanent. Und ein FWC Exclusive Title First Place. Das gleiche für Second und Third Place. Allerdings kriegen Second und Third Place 10.000 F-Coin jeder, also 40.000 F-Coin insgesamt. Das sind 400 Euro. Vierter, Fünfter kriegen 5.000, Sechster, Siebter kriegen 3.000 und 8 bis 10 kriegen 1.000. Alle kriegen das Celebration Amount und alle, die teilgenommen haben, also erfolgreich, das heißt, man muss alle Bosse besiegen, in unter 60 Minuten mindestens, kriegen das Celebration Mount auch, aber nur time limited. Und ja, also ich finde die Belohnungen schon wirklich grottenschlecht, weil mal angenommen, rein theoretisches Szenario, okay, ja. Aber mal angenommen, Team 1 hat eine Clearzeit, ich übertreibe jetzt absichtlich, von einer Minute. Team 2 hat eine Clearzeit von einer Minute und 2 Sekunden. Team 1, ich weiß nicht, was ein iPhone 14 kostet, aber ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, weit über 1000 Euro. Team 1 kriegt dann quasi fast 5000 Euro und Team 2 kriegt
400. Also Team 1 jeder 1000, Team 2 jeder 100. Das ist schon ein heftiges Downgrade zwischen Platz 1 und Platz 2. Und gut, 10 Teams, okay, ja, will ich jetzt nicht sagen, dass sie da extrem geizig sind, aber ganz ehrlich, 1000 F-Coin ist halt ein Witz. Weil selbst Zehnter zu werden, wird wahrscheinlich extrem schwer werden. Und dafür 1000 F-Coin, das sind ja die Power-Ups nicht mal wert, die man da wahrscheinlich verballert, um ein gutes Ranking zu bekommen. Ganz ehrlich, da verballerst du mehr in Power-Ups, als die 1000 F-Coin wert sind. Das heißt, da geht es dann eh schon fast nur noch um Prestige, dass du überhaupt im Ranking einfach drin bist, im Endeffekt. Und am Ende halt als Sieger irgendwo, in Anführungszeichen Sieger, gekürt wirst. Also ich persönlich finde die Belohnungen viel zu schlecht. Also zumindest die F-Coin-Belohnungen würde ich alle Minimum verdreifachen für Platz 2 bis 10. Und wenn man bedenkt, dass ein Team halt nur aus 4 Spielern besteht, man muss bedenken, 4 Spieler. Es gibt Gilden, die haben 40, 50 aktive Mitglieder und davon gibt es auch nicht nur eine Gilde. Das heißt, du hast hier tausende Spieler und gerade mal 40 kriegen überhaupt eine Belohnung, weil ich meine, Time Limited Mount, das ist keine Belohnung. Also ich meine, das ist ein Trostpreis mehr nicht, das ist nichts einfach. Ja, und auch wenn du Elfter wirst, du wirst ja trotzdem Power-Ups, Zeit, Geld investieren hier. Und dann quasi im Endeffekt komplett leer auszugehen, ist auch schon ein bisschen schade. Also da wäre hier irgendwie sowas, keine Ahnung, eine Box einfach mit ein paar Power-Ups oder so, Seen gebunden, 5 Upgrade-Stones, 5-mal Blast-Box oder irgendwie sowas. Einfach ein bisschen was, wo man sich zumindest noch ein bisschen trösten kann mit. Also, ich finde es einfach ein bisschen schade. Die Konkurrenz wird halt geisteskrank sein. Und ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, eher enttäuscht, vor allem von den Belohnungen. Dann haben wir jetzt am Wochenende noch ein 1,3-faches XP Boost. Weekend-Event vom 7. Juli bis zum 9. Juli. 1,3-fache XP, 0 Uhr Serverzeit am Freitag bis 23:59 Uhr Serverzeit am Sonntag. Und dann haben wir noch das RPS, Rock Paper Scissors Event vom 6. Juli bis 20. Juli, 2 Wochen also. Und hier haben wir alle Monster Level 20 droppen das Event-Item Red Mosquito zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit. 10 Red Mosquitoes ergeben einen Red Rock Paper Scissors Coupon. Und, achso, stimmt, 10 Red Mosquitoes und 50.000 Penny, ja, sorry. Beim Bürgermeister von Flaris ergeben einen so einen Coupon und ein Coupon ist quasi eine Runde Schnickschnack-Schnuck, bis man quasi verliert. Unentschieden, dann geht's weiter. Wenn man gewinnt, schaltet man die nächste Belohnung frei, kann dann rauscashen sozusagen. Und wenn man verliert, ist der Coupon dann einfach weg und man braucht einen weiteren. Genau. You can win up to 9 games consecutively to get the best possible prize. Die Belohnungen sind hier. Jetzt scrollen wir mal runter und gucken uns die beste Belohnung an. Hier gibt es im Endeffekt ganz viele, also jede Stufe ist quasi einfach nur eine Box und pro Stufe gibt es einfach ganz viele verschiedene Belohnungen. Ich will jetzt nicht alles vorlesen, ich mache mal nur die Highlights. Wir haben die Stars sein Cloak Select Box, das ist quasi der Hauptgewinn sozusagen. Dann haben wir hier tatsächlich 7S Product und 7A Product, also das ist gar nicht mal so schlecht. Und noch ein paar andere Sachen, diese Boxen hier oben, die RPS Consumable und Upgrade RPS Consumable Lucky Box, die gucken wir uns gleich noch an. Ansonsten einfach ein paar gewöhnliche Power-Ups. Auf Level 8, also wenn man 8 Siege hat, ohne zu verlieren zwischendurch, kriegt man den Low Star Sign Cloak Lucky Box und trotzdem 7A Product, 7S Product, also die anderen Belohnungen sind relativ gleich tatsächlich zwischen 8 und 9. Dann bei 7 ähnlich, hier hat man nur noch den Cloak nicht mehr, aber wieder 7S Product, 7A Product, also auch das ist eigentlich ziemlich gut. Und auf Level 6 haben wir ebenfalls 7 Protects. Also ich frage mich bei den Protects so ein bisschen, ob das nicht einfach ein Fehler ist. Was man hier allerdings noch bedenken muss, ist, dass das Ganze hier nur für Level 80 plus ist. Das heißt, diese Protects, die bekommt man nur, wenn man mindestens Level 80 ist. Und das Scroll of Blessing bekommt man, wenn man unter 80 ist. Also diese Belohnungen hier sind quasi switchable. Im Endeffekt einfach nicht spielen, wenn man unter Level 80 ist, würde ich persönlich mal behaupten. Dann hat man das Problem eh nicht, dass man sich das irgendwie merken muss. Aber sollte man vielleicht nicht ganz ignorieren, diese Tatsache. Dann ab 5 wird es schlechter. Hier kriegt man jetzt gar keine S-Product mehr, nur noch 5A-Product. Und ab Level 4 kriegt man dann gar keine Products mehr, sondern eben nur noch diese Lucky-Boxen jeweils und eben Power-Ups in verschiedenen Mengen. Die ersten 3 Belohnungen sind kaum erwähnenswert, die sind eigentlich ziemlich schlecht. Was kann jetzt in diesen Lucky-Boxen drin sein? Ja, wie es der Name schon sagt, Consumable Lucky Box, da sind im Endeffekt so mehr oder weniger alle Power-Ups drin, die es gibt, oder extrem viele Power-Ups auf jeden Fall, bis hin zu Pillen, in verschiedenen Mengen, die meisten Power-Ups einmal, manche zweimal, Upgrade Stone zum Beispiel, Zuckerwatten sind auch bis zu viermal drin,
Genau, und bei der Upgrade-Box ist es im Endeffekt ähnlich, nur dass die Zuckerwatten quasi rausfallen und die Power-Ups alle mindestens zweimal drin sind und ein bisschen bessere Power-Ups. Also zum Beispiel normales Great Edis hier oben, glaube ich, nur einmal drin, genau. Also man hat hier einfach ein bisschen eine upgradete Version im Endeffekt von der fast gleichen Box, nur halt ein bisschen besser. Dann der Star Sign Cloak, den man für 9 Siege bekommt, der ist nicht gebunden und hat alle Stats plus 5. Und der, den man für 8 Siege bekommt, der ist gebunden und hat alle Stats plus 3. Also das ist quasi der Unterschied zwischen der 8. und der 9. Belohnung im Endeffekt. Das ist eigentlich fast der einzige Unterschied, glaube ich sogar. Genau, also man hat hier quasi einfach den besseren Cloak, der halt nicht gebunden ist. Und ansonsten ist fast alles identisch zwischen 8 und 9 Siege. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit dem Video? Sehr viel, sehr ausführlich. Genau. Also mal gucken, wie die Event-Drop-Rate ist. Und mal gucken, wie so das Kolosseum ist. Ich habe es mir natürlich noch nicht angeschaut, aber ich denke mal nicht, dass wir ernsthaft in die Top 10 kommen werden. Wenn wir es überhaupt probieren oder wenn ich es überhaupt probiere, mal schauen. Und ja, aber trotzdem coole Patch-Notes heute. Also hat mich ein bisschen überrascht, dass überhaupt so viel heute kam. War ja eigentlich ein random Donnerstag gefühlt. Aber nope, haben uns quasi komplett weggeblasen mit den vielen Änderungen. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit FLIVE Universe, haut rein, schaut im Stream vorbei, Link in der Beschreibung und ciao, ciao.